die Aussage für alle reellen Zahlen a und b gilt, wenn a streng kleiner ist als b, dann muss a Quadrat streng größer sein als b Quadrat, ist falsch. Frage: Wodurch reicht es, die Wörter reellen Zahlen zu ersetzen, um eine wahre Aussage zu erhalten? Stellen wir uns die Funktion x Quadrat vor, mit a und b streng positiv. In diesem Fall ist a Quadrat nicht streng größer als b Quadrat. Es ist genau das Gegenteil. Deshalb ist diese Aussage falsch, weil sie nicht stimmt für alle Zahlen a und b, so dass a streng kleiner ist als b. Wenn die Zahl a streng negativ ist und b streng positiv, dann stimmt diese Aussage auch nicht unbedingt. Wie in diesem Beispiel, auch hier ist sie falsch. Aber wenn a streng negativ ist und b ebenfalls streng negativ ist, aber so, dass a streng kleiner ist als b, dann ist die Aussage richtig. Hier ist a Quadrat effektiv streng größer als b Quadrat. B könnte auch eventuell 0 sein. Auch dann stimmt die Aussage, also ist Antwort E die richtige. Die Zahlen a und b sind reelle negativen Zahlen. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.